Also das ist von sich aus, wenn man in der Höhe, ich war auch schon mal 4.500 Meter auf dem Chimborazo in Ecuador und ich habe mich zwar nicht ganz ausgezogen, aber es ist alles total komisch. Also auch wenn man nur in Unterhose da steht, ist schon komisch. Ich habe mir auch noch die Unterhose an hier. Das ist die Nanga Parbat Erstbesteigung und zwar die erste Nacktbesteigung, die es damals gab. Das ist symbolisiert nur, mit wie viel Herzblut diese Expedition angegangen wurde. Das braucht man auch, also freiwillig würde man das nicht machen. Also man muss schon irgendeinen Hau haben. Und das finde ich, ist hart was Komisches. Ja.